Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Familie Elektrisiert. Heute möchte ich mal gerne einen Verbrauchstest machen. Wir haben jetzt Sonntagmorgen, die Vögel zwitschern und ich habe nichts Besseres zu tun, als mal 50 Kilometer mit dem Auto jetzt durch die Gegend zu fahren und dann nachher mal hochzurechnen, was denn der MG4 jetzt auf 100 Kilometer tatsächlich gebraucht hat. Dafür ist es ja wichtig zu wissen, wie warm es ist. Wir haben laut meiner Smart Home Geschichte 7,9 Grad. Wir gucken jetzt hier aber nochmal auf das Thermometer, welches hier so tatsächlich hängt. Und da sehen wir, ja, das kommt ungefähr hin. 7,9 Grad. Der MG ist voll geladen. Der, ihr seht hier noch, der ist hier noch an der Wallbox angeschlossen. Und nach der Fahrt werden wir ihn auch wieder auf 100% laden, um dann halt zu sehen, was jetzt wirklich tatsächlich in real verbraucht wurde. Der hat halt vorher jetzt eine Balancierung, heißt es glaube ich, des Akkus gemacht und wird es dann auch danach wieder machen. Ich warte also wirklich nach der Fahrt, bis der MG von alleine aufhört wieder zu laden. Und dann schauen wir mal, was wirklich auf diesen 50 Kilometer bzw. auf 100 Kilometer bei rausgekommen ist. Was wir zusätzlich noch machen, ist mal dieses Heizungsding mal ein bisschen zu kontrollieren. Und zwar, der MG ist jetzt auch nicht vorgeheizt im Innenraum. Ich habe dafür ein bisschen drüber so eine Infrarotkamera jetzt dabei, weil ich eine andere nicht gefunden habe. Aber damit können wir jetzt auf jeden Fall gleich am Start mal messen, wie groß oder wie die Temperatur im Fahrzeug ist. Wir gucken uns jetzt auch gleich in der App erstmal an, was denn der MG selber sagt, wie warm er innen ist. Und dann kontrollieren wir das mal direkt. Also, wir gucken mal hier nach, was der MG jetzt hier mir angibt. Also, er sagt Außentemperatur 7 Grad. Ja, das stimmt ja eigentlich auch. Und Innentemperatur 9 Grad. Ich weiß nicht, ob man das hier so gut erkennt. Das werden wir jetzt aber dann gleich nochmal überprüfen. Okay, wir sitzen jetzt im Auto. Wir hatten gestern noch Regen. Jetzt gerade regnet es nicht. Ich hoffe, es bleibt doch erstmal so, damit wir die zukünftigen Tests halbwegs verlässlich durchführen können. So. Haben wir jetzt hier diese Infrarotkamera. Heizung machen wir es nochmal aus. So, der hatte eben in der App angezeigt 9 Grad. Und so, ich messe jetzt hier einfach mal an der Decke und sehe da, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, 7,8 Grad. Hier an dem Deckenpunkt einfach. Und das messen wir einfach nachher nochmal 8 Grad. Das kommt den 9 Grad des Fahrzeugs ja schon ganz nahe. Aber uns interessiert ja besonders, inwiefern sich die Temperatur jetzt gleich verändert. So, wie ihr seht, 100%, jetzt sind es sogar schon nur noch 99. Das ist natürlich blöd, weil ich jetzt schon ein bisschen im Auto gesessen habe. Okay, aber wir gehen jetzt mal hier und setzen mal diese ganze Geschichte seit Start. Das ist schon auf 0, das können wir ja lassen. Seit letzter Ladung ist auch auf 0, also ist schon zurückgesetzt. Und dann verlieren wir nicht noch mehr Zeit. Also ich habe die Heizung jetzt bewusst ausgelassen, das Fahrzeug ist hochgefahren, hat zumindest schon mal 1% verloren, während ich hier noch die Innenraumtemperatur ausgemessen habe. In die Klimatisierung rein, damit wir hier auch mal die Einstellung festhalten. Auto, Eco, AC und so weiter, alles an. Und Automatik und 25 Grad. Und dann gucken wir mal, was sich dann während der Fahrt an der Temperatur so tut. So, eine Sache möchte ich euch noch zeigen. Man sieht jetzt hier ganz gut, wir sind jetzt knapp 5 Kilometer gefahren, 4,7 um genau zu sein. Der Verbrauch ist bei 29,8. Mehr kann der Standard auch nicht anzeigen. Aber man sieht hier in dieser Anzeige, in dem Infotainment, dass eigentlich bis jetzt die gesamte Energie draufgegangen ist. Also nicht die gesamte, aber ein Großteil Energie für die Heizung, ja, die da läuft. Die Batterieheizung ist übrigens hier ausgeschaltet. Laut MG habe ich die ja auch gar nicht. Deswegen habe ich sie jetzt mal ausgemacht. Die Batterieheizung, die ich nicht habe. Genau, also das meiste geht tatsächlich für die Heizung drauf. Und daher ist es auch auf Kurzstrecke mit der Heizung immer so eine Sache. Das sollte man sich überlegen, ob man das wirklich macht, ob es was bringt. Und ja, ob es nicht besser ist, die auszulassen und Energie zu sparen. So, ihr seht jetzt hier, wir sind jetzt schon bei 91% angekommen. Es ist immer noch 8 Grad Außentemperatur. Ich fahre hier so das, was erlaubt ist, 100, mal ein bisschen mehr, 110, 120. Und wir werden ja nachher eine Durchschnittsgeschwindigkeit sehen und sind jetzt bei Verbrauch schon bei 25,4. Und ja, das ist natürlich auch deshalb geschuldet, weil es jetzt hier drin schon ein bisschen wärmer geworden ist. Wir halten aber gleich mal kurz an der Raststätte an, um dann genau zu messen.
So, ich bin jetzt hier in Düsseldorf auf irgendeinem Parkplatz und bin von der Autobahn runtergefahren. Und wir haben jetzt so fast 24,4, also fast die Hälfte geschafft, 25 Kilometer. Der Verbrauch, wie ihr seht, ist bei 23,6. Ich will auch gar nicht so lange die Pause machen. Wir haben hier 8 Grad Außentemperatur immer noch. Und wir schmeißen mal ganz kurz unseren Infrarotsensor an. Und wie wir sehen, hat sich zumindest etwas an der Temperatur getan. Wir haben da jetzt so in dem Spot von eben, Moment, so 16,5, Moment, da sieht man 16,7 Grad. Also irgendwas zwischen 16 und 17 kann man sagen. Genau, und jetzt würde ich sagen, fahren wir einfach dieselbe Strecke wieder zurück. Ich hatte mir eigentlich eine andere Strecke überlegt, aber ich bin dann am Anfang irgendwie so mit den ganzen Zeugs hier, mit der ganzen Technik so beschäftigt gewesen, dass ich irgendwie falsch gefahren bin. Naja, gut. Vielleicht ist das jetzt einfach hier die Strecke. Die kann ich aber nur sonntags fahren, weil nach Düsseldorf rein, das klappt sonst nicht. Leider hat es übrigens doch angefangen zu regnen. Ich kann das nicht immer optimal planen. Und genau, wir fahren jetzt mal zurück und hoffen, dass wir dann wirklich exakt auf 50 Kilometer kommen. Das werde ich sicherlich durch den einen oder anderen Schlenker noch gewährleisten können. So, ich bin mittlerweile zu Hause angekommen und wir haben jetzt, wir können uns mal die Werte hier anschauen. 51,7 Kilometer zurückgelegt in 57 Minuten bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 54 Kilometer in der Stunde und einem Verbrauch von 23,3 Kilowattstunden. Wir haben hier laut der Anzeige mittlerweile immer noch eine Außentemperatur von 8 Grad. Und wir gucken mal auf unser Thermometer, so rum. Und ja, das sagt immer noch 18 Grad. Die App sagt, 24 Grad hätten wir hier drin. Ja, also das kann ich definitiv nicht bestätigen. Jetzt ist natürlich die Frage, schreibt es gerne mal in die Kommentare, ist denn die Messmethode mit diesem Infrarotding jetzt irgendwie repräsentativ? Also es fühlt sich definitiv auch nicht nach 24 Grad an. Daher, das ist auf jeden Fall noch verbesserungswürdig. Wer weiß, wo diese Sensoren sitzen. An den Auslassdüsen habe ich eben mal geguckt, da sind es 30 Grad, kann ja sein. Wäre natürlich nicht so sinnvoll. Genau, daher sagt auch mal was zu der Strecke. Ich bin jetzt knapp 50 Kilometer gefahren. Ist das überhaupt sinnvoll, diese Strecke, das dann hochzurechnen? Oder sollte ich tatsächlich 100 Kilometer fahren? Ein wenig erschreckend empfinde ich tatsächlich allerdings hier mal wieder so ein bisschen die Reichweite. Also wir haben jetzt knapp 25% Akku verbraucht. Er sagt jetzt, er hätte noch 203. Also wenn ich bei 50 Kilometer 25% verbraucht habe, dann habe ich eigentlich nur noch 150 Kilometer. Ich weiß nicht, wie er jetzt auf 200 kommt. Gut, ich hoffe, dass ich demnächst aber nochmal einen Reichweitentest machen kann, der ein bisschen aussagekräftiger ist. Ich plane vielleicht nach Holland zu fahren, mal auf eine längere Strecke. Aber da muss ich noch gucken, ob das funktioniert. Gut, wie auch immer, lasst auf jeden Fall bitte gerne ein Abo da und ein Like. Und wenn ihr mögt, unterstützt den Kanal. Wenn ihr euer Auto bei der TRG-Quote noch nicht angemeldet habt, nutzt gerne den Link, den ich unten habe. Oder auch die PayPal oder Super Thanks-Funktion, um mir ein paar Kilowattstunden zu spendieren, damit ich solche Tests weitermachen kann. Das wäre sehr nett und sehr freundlich. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ach nee, ich bedanke mich noch nicht fürs Zuschauen. Ich bedanke mich nachher fürs Zuschauen, denn wir müssen ja jetzt noch laden. So, los geht's. Und dann... Die Sappi ist auf Fast eingestellt. Das heißt, sie müsste jetzt alles reinballern an Sonne. Können wir heute leider nicht mitarbeiten. Aber die Ladung sollte jetzt hier auch losgehen. Genau, wir sehen, schiebt sich hoch auf die fast auf die 6 kW, die ich ja hier machen darf. Mehr Infos dazu in meinem berühmten Ladevideo 6,1, 6,3. Genau, so und jetzt gucken wir mal, was hier reingeht. Und was am Ende des Tages dann tatsächlich wirklich verbraucht wurde, was wir an Strom bezahlen müssen, um diese Strecke hier zurückzulegen. So, es ist mittlerweile die Mittagszeit angebrochen und unser Auto, also mein Auto, nicht unser Auto, ist wieder voll. Und wir schauen jetzt doch mal direkt bei der Sappi, was denn da für Daten jetzt passiert sind. Ich habe das hier schon mal aufgerufen. So, hier sehen wir also, wir haben jetzt in den MG4 13,94 Kilowattstunden geladen. Und wenn wir das jetzt auf die 51,7 gefahrenen Kilometer übertragen, sind wir bei einem Wert von 26,96, also sagen wir mal 27 Kilowattstunden. Das bedeutet, wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe, auf die 100 Kilometer wären es jetzt, wenn wir jetzt 100 Kilometer gefahren wären mit denselben Werten, wären es 3,6 Kilowattstunden an Ladeverlusten gewesen. Und das entspricht ca. 13%.
Okay, da kann man aber jetzt ungefähr ablesen, also dass man quasi auf den Verbrauch im Auto, zumindest jetzt in dieser meiner Situation, nochmal 13% draufrechnen sollte, damit man dann den tatsächlichen Verbrauch hat. Zumindest nach meiner, ich habe leider kein Mathe studiert, Logik. Deswegen schreibt gerne in die Kommentare, falls ich irgendwas falsch erzählt habe. Und wie gesagt, auch sonst, wenn ihr sagt, das kann man irgendwie verbessern, dann mache ich den Test gerne auch nochmal. Dann bedanke ich mich jetzt tatsächlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Euer Manuel von Familie Elektrisiert.